Oh Gott, nee, das ist so schlimm, das kann ich euch nicht zeigen. Next. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Riccardo Simonetti und ich bin heute beim Glamour Style Tagebuch. Wir shooten heute auch für die Glamour-Ausgabe, deshalb trage ich so einen wundervollen, pinken Gucci-Look, der perfekt zu meinem Got2B-Make-up passt. Und ich habe jetzt hier gerade so ein paar Karten in die Hand gedrückt bekommen und weiß gar nicht, was sich dahinter versteckt. Ich hoffe, Sie haben nur die guten Looks rausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Look Nummer 1. Oh wow, das sieht schon aus, als wäre es 100 Jahre her. Das war, glaube ich, meine allererste Fashion Week in Berlin im Jahre 2013, Januar 2013. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nur Free-Standing-Tickets hatte. Also ich stand ganz hinten, hinter allen Menschen, hinter der letzten Reihe. Dann kam ich und ich habe es geliebt. Ich habe den ganzen Vibe geliebt, ich habe die Energie aufgesaugt. Ihr seht, ich trage auf dem Look einen Blumenkranz. Das liegt daran, dass ich kurz vorher einen Blumenkranz getragen habe, zum allerersten Mal. Und ich habe mich damit so schön gefühlt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in den Spiegel geguckt und gesagt, wow, das bin wirklich ich. Und am Abend habe ich leider eine sehr unschöne Erfahrung gemacht, nämlich hat mich jemand verprügelt, weil ich Blumen im Haar getragen habe. Und das hat mir gezeigt, dass ich mir das von niemandem nehmen lassen möchte, mich so anzuziehen und so zu stylen, wie ich das möchte. Und deshalb wollte ich, dass Blumen zu meinem Markenzeichen werden. Dann habe ich ganz, ganz oft diese Blumenkränze getragen. Und das war tatsächlich meine Eintrittskarte in diese Welt hier, weil ganz viele Streetstyle-Fotografen und Fotografinnen das noch nicht so oft gesehen hatten und tatsächlich ganz, ganz viele Fotos von mir gemacht hatten. Und deshalb hat dieser Look eigentlich immer noch einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Oh wow, das hier war einer meiner absoluten Lieblingslooks. Den hat Marina Hörmannseder für den allerletzten Liveball angefertigt. Der Liveball war eine ganz, ganz große Benefizveranstaltung in Wien, wo man Geld und Awareness erzeugt hat für Menschen, die HIV und AIDS haben. Und das war immer eine Veranstaltung, die mir sehr, sehr am Herzen lag. Die habe ich als Kind schon im Fernsehen verfolgt. Und ich saß an diesem Abend in der Style-Jury. Und ich muss sagen, ich habe mich so krass drauf gefreut, weil neben mir sollte Lindsay Lohan sitzen. Und Lindsay Lohan war immer mein absolutes Haarvorbild. Und ich dachte mir, wow, endlich kommt der Tag, an dem Lindsay und ich zusammen an einem Projekt teilnehmen. Und ich hatte mich so unglaublich gefreut. Marina hat sich extra ins Zeug gelegt und so einen tollen Hammer-Look entworfen, der hier auch quasi ein Regenbogen-Cape eingefügt hatte, weil ich ein LGBTQ-Statement setzen wollte. Und dann kam ich an und wer war nicht da? Lindsay Lohan, sie hat abgesagt und dann saß ich da ohne sie. Aber neben mir stand noch das Schild Lindsay Lohan. Das war ein sehr schönes Gefühl. Danach hatte ich übrigens richtige blaue Flecken. Also Marina Hörmannseder, falls du jetzt gerade zuguckst, dieser Brustpanzer war so eng, dass ich tatsächlich richtige blaue Flecken hatte. Aber es war es wert. Sah geil aus. Ich glaube, den folgenden Look werden alle Sex and the City Fans erkennen, denn das hier wurde tatsächlich in New York City aufgenommen, vor dem Apartment von Carrie Bradshaw. Und das besuche ich eigentlich immer, wenn ich in New York bin. Und ich kann mich noch erinnern, das hier war ein ganz, ganz kurzer Trip nach New York. Ich bin aus Südafrika gekommen, bin in New York gelandet und war, glaube ich, 24 Stunden da. Ich hatte ein Fotoshooting und bin dann vom Fotoshooting-Set kurz zu Carries Apartment gefahren, weil ich ein Foto in diesem Look vor ihrem Apartment machen wollte. Und natürlich habe ich immer ein Tütü in meinem Reisegepäck dabei. Deshalb hat das auch so wunderbar geklappt. Aber ja, ich verbinde mit diesem Foto vor allem eines: Jetlag. Ich muss sagen, Sex in the City hat mich schon immer unglaublich inspiriert. Ich war immer ein Riesenfan davon, wie Carrie Bradshaw ausgesehen hat. Ich fand es toll, dass sie mutig war und unkonventionell und auch mal Risiken angegangen ist, was Mode angeht. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Und ich finde es immer toll, wenn man sich auch wirklich mal traut, was zu machen, was vielleicht andere Leute nicht so gut finden, aber was man selber total feiert. Das finde ich immer am allerschönsten, wenn man in den Spiegel guckt und sagt, hey, ich gefalle mir so, wie ich aussehe. Völlig egal, was andere Leute sagen oder denken könnten. Ja, was soll ich sagen? Mir war klar, dass auch die ein oder andere Modesünde dabei ist. Hier ein Foto von meinem allerersten Echo, wo ich als Britney Spears Lookalike auf den roten Teppich gegangen bin. Und ich muss sagen, ganz, ganz viele Leute fanden das ganz schlimm. Ich kann mich noch erinnern, am nächsten Tag war ich wirklich auf allen Worst-Dress-Listen und die Presse war nicht gerade nett zu mir. Aber
ich hatte echt verdammt viel Spaß in dem Look. Und deswegen stehe ich da auch total dazu und würde das jederzeit wieder machen, auch wenn das alle Leute schlimm fanden. Ich dachte mir, wow, ich bin zu einem Musikpreis eingeladen. Ich bin selber kein Musiker, also wollte ich eine Hommage machen an eine meiner Lieblingsmusikerinnen, Britney Spears. Und es war kein Designer-Outfit, es war ein Outfit, das ich tatsächlich im Sexshop gekauft habe. Und es hängt bis heute bei mir im Schrank und kommt gar nicht mal so selten zum Einsatz, würde ich sagen. Britney Spears ist natürlich die Entertainerin meiner Generation. Die Bühnenoutfits, die Bühnenshows, alle VMA-Auftritte, die Haare, das Make-up, all diese Dinge haben mich immer unglaublich inspiriert und inspirieren mich bis heute. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir auch bald wieder die Britney sehen, die wir alle lieben. Free Britney. Hui! Und das hier ist tatsächlich ein marokkanisches Brautkleid, das ich in einem Second-Hand-Shop gekauft habe, hier in Berlin. Und ich weiß das, weil ich dachte eigentlich, das wäre nur ein hübscher Mantel, den ich gekauft habe. Aber als ich an diesem Abend auf den roten Teppich gegangen bin, kam eine marokkanische Frau zu mir und meinte, oh mein Gott, ich habe sowas auch zu Hause, in dem habe ich geheiratet. Und ich dachte mir so, wow, ich wusste das nicht, aber ich fand das tatsächlich unglaublich cool und ich fand es eigentlich nur schön. Es hat Paillettenornamente und so ein paar kleine Spiegel drauf. Mir hat das einfach wahnsinnig gut gefallen. Und das hier ist einer meiner absoluten Lieblingslooks gewesen. Das war für den DKMS Live Dream Ball, eine Veranstaltung zugunsten von Menschen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Ich bin Look Good, Feel Better Botschafter der DKMS Live und deshalb ist das eine meiner absoluten Lieblingsveranstaltungen, denn das ist wirklich ein sehr inspirierender Abend und man kann sich mit ganz vielen Menschen austauschen, die wirklich viel durchgemacht haben und zu sehen, dass sie trotzdem ihr Leben leben und selbstbewusst zu sich stehen können, ist etwas, was mich selber immer wieder unglaublich inspiriert. Und ich wollte natürlich das Thema Breast Cancer Awareness auch in meinem Outfit widerspiegeln, deswegen habe ich versucht, so auf hellrosa Farben zu setzen. Dieses wundervolle Tüllcape von Marina Hörmannseder, das habe ich irgendwann ausgezogen. Dann habe ich irgendwann auch meinen Blazer ausgezogen. Und irgendwann hatte ich dann nur noch eine Weste und eine Hose an und ich dachte mir so, wow, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Lady Gaga beim Met Ball, wo sie einfach alle 5 Minuten quasi ihr Outfit verändert hat. Leute, wer ist das? Ich weiß es selbst nicht. Also ich erkenne mich selber kaum wieder auf diesem Foto. Ich muss dazu sagen, ich sah nie so aus. Ich habe mit 16 Jahren angefangen zu modeln und wurde dann immer wieder mal verändert. Gerade bei Shootings hat man viel mit meinen Haaren experimentiert. Und an dem Tag dachten sich die Stylisten, hey, wir verwandeln dich mal in jemand ganz anderen. Und dann wurde ich in diese Art von Mann verwandelt, die ich selber überhaupt nicht bin. Aber es war ganz schön, auch mal diese Facette zu sehen, zu verstehen, hey, ich bin vielleicht auch mehr als meine Haare. Also auch wenn ich mal kurze Haare hätte, könnte ich vielleicht auch mit diesem Look experimentieren. Und das war für mich total ungewohnt, in den Spiegel zu gucken, um mich selber mit kurzen Haaren zu sehen und so einem, sagen wir es mal, eher klassisch konservativen Look. Aber für eine Stunde war es lustig und danach habe ich mich gefreut, dass meine eigentlichen Haare wieder zurückgekommen sind. Wie man sieht, war ich schon immer ein großer Fan von Blumenkränzen. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen getragen habe. Und ich war immer ein sehr verspielter Junge, deshalb habe ich solche Sachen geliebt. Und das auf dem Foto ist eine Freundin von mir, die war, glaube ich, schon 60 Jahre alt. Und ich hatte immer Freundinnen, egal welchen Alters, bis ins hohe Alter, war ich immer von Frauen umgeben und ich habe mich immer von femininer Energie angezogen gefühlt. Und das war immer eher was, was mich inspiriert hat. Es ist ja auch gesellschaftlich eher so gesehen, dass man Jungs und Männern beibringt, dass sie keine Schwäche zeigen sollen, dass sie vermeintlich feminine Dinge eher ablehnen sollen. Und das fängt tatsächlich schon im Kindergartenalter an. Und ich war immer ein Junge, der das eher toll fand und seine feminine Seite umarmt hat, statt sie zu verstecken. Ja, was soll ich sagen, ne? Ein Casual Sonntag Brunch Outfit im Prenzlauer Berg. Das habe ich mir zumindest damals gedacht, als ich das getragen habe. Mode ist in erster Linie meine Form von Entertainment. Und an dem Tag habe ich mich wohl ein kleines bisschen wie ein Las Vegas Showgirl gefühlt. Und das wollte ich auch meiner ganzen Nachbarschaft zeigen. Und das Lustige ist, ich habe Jahre später irgendwann mal auf Instagram ein Video gesehen von jemandem, der mich aus dem Auto gefilmt hat und wie ich in diesem Outfit die Straße entlang gegangen bin. Das wurde dann so ein Meme, wie man sich Berlin vorstellt. Die traurige Wahrheit ist, auch in Berlin fällt man mit so einem Look auf, aber es macht auf jeden Fall verdammt viel Spaß. Oh wow, das ist von Marcel von Berlin und das habe ich bei den People's Choice Awards 2020 getragen, denn ich wurde zur
Person of the Year ausgezeichnet. Und deshalb wollte ich eine knallige Farbe tragen. Ich wollte aber trotzdem auch ein politisches Statement setzen. Und mein Shirt sagt Black Trans Lives Matter. Gerade die Black Lives Matter Bewegung war in dem Jahr unglaublich wichtig. Und ich finde, man kann nicht zur Person des Jahres 2020 ausgezeichnet werden, ohne das zu thematisieren. Da war ich 16 Jahre alt. Ich kann gar nicht glauben, dass ihr an dieses Bild gekommen seid. Ich war 16 Jahre alt und war bei Wetten, dass und habe tatsächlich mein allererstes Interview ever mit einer Person durchgeführt. Ich habe damals eine kleine eigene Radiosendung moderiert, die hieß Rickys Welt. Und mein erster Interviewpartner war kein geringerer als Thomas Gottschalk. Und ich muss sagen, das war meine Uniform als Teenager. So bin ich als Teenager fast jeden Tag in die Schule gegangen. Ich hatte zerrissene Jeans an, Skinny Jeans an, mit Doc Martens, meistens einem einfachen Shirt und diesem Blazer, das quasi, doch, das ist das Jackett, in dem mein Vater geheiratet hat. Und sein Hochzeitsjackett habe ich jeden Tag in die Schule angezogen. Und meistens hatte ich noch ein Bandana an, weil ich hatte gerade so eine doofe Übergangslänge. Und ich habe immer davon geträumt, lange Rockstar-Haare zu haben, wie Lindsay Lohan. Und ich habe selber sehr starke Locken. Deshalb hat es echt lange gedauert, bis sie quasi von hier oben erstmal hier runtergefallen sind. Und in der Zwischenzeit habe ich meine Haare immer mit einem Bandana fixiert. Und ja, so bin ich damals immer rumgelaufen. Shoutout an die 2000er mit einer weißen Ray-Ban Wayfarer-Sonnenbrille. Die durfte natürlich auch nicht fehlen. Ich habe so gehofft, dass dieser Look auch hier drin ist, denn das ist mein absoluter All-Time-Favorite Red Carpet-Moment. Das war beim Bambi und ich muss sagen, von Kopf bis Fuß habe ich mich richtig wohl in meiner Haut gefühlt. Ich durfte den Smoking von Aigner selber mitentwerfen, deswegen hat er auch perfekt gepasst. Rosa ist eine Farbe, die man bei so großen, glamourösen Preisverleihungen eher selten an Männern sieht. Und ich wollte trotzdem zeigen, dass ich einfach ein unkonventioneller Mann bin. Und das war für mich ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann wirklich selbst entscheiden, wie ich gesehen werde. Und das ist ein sehr aktueller Look. Und zwar mein Fokuhila. Das Foto wurde gemacht backstage beim ZDF Fernsehgarten, den ich zum dritten Mal moderiert habe. Und ich habe mir einen kleinen Scherz einfallen lassen. Ich bin ja abgöttisch besessen von meinen Haaren. Ich liebe es, lange Haare zu haben. Ich wollte immer ein Mann sein, der lange Haare hat. Und ich dachte mir, okay, die Leute haben sich schon so daran gewöhnt, dass ich lange Haare habe. Es wird mal Zeit für so einen kleinen Trick. Und dann haben wir, Florian Ferino und ich, eine Perücke anfertigen lassen, die wirklich aussehen sollte, als wären es meine Haare. Und wir haben alle so ein bisschen in das Licht geführt, haben extra eine Story gemacht und gezeigt, wie wir die Haare abschneiden. Es lagen auch echte Haare auf dem Boden. Und tatsächlich haben auch wirklich ganz, ganz viele Menschen geglaubt, dass ich mir die Haare geschnitten habe. Und es war toll. Ich habe mich einen Tag lang wie ein richtiger Rockstar gefühlt mit diesem Look. Und ich muss sagen, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich mir wirklich die Haare so schneiden soll, weil ich fand, dass es mir ganz gut steht. Aber tatsächlich geht das mit meiner eigentlichen Haarstruktur nicht so gut. Und last but not least, meine Buchparty. Raffi und sein pinkes Tütü heißt mein zweites Buch. Das ist ein Kinderbuch, das ich geschrieben habe. Und es geht um einen Jungen, der gerne Tütüs trägt und damit seine Welt so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und ich wollte dieses Buch schreiben, weil ich Kinder inspirieren wollte, nett zu anderen Kindern zu sein, auch wenn sie vielleicht ganz anders sind, als man es erwarten würde. Und in dem Buch geht es um Mobbing, es geht aber auch um Freundschaft und vor allem geht es darum, zu sich selber zu stehen, egal wer man ist. Begriffe wie schwul sein werden in dem Buch kindgerecht erklärt und ich muss sagen, ich habe so eine tolle Zeit mit diesem Buch gehabt. Ich war in so vielen Kindergärten und Kitas und war da natürlich auch immer in einem Tütü und die Kinder haben da so toll darauf reagiert und ich wurde von so vielen Erziehern und Erzieherinnen darauf hingewiesen, wie dieses Buch ganz vielen kleinen Jungs auch geholfen hat, die zum Beispiel selber gerne mal als Elsa verkleidet in den Kindergarten kommen, so eine kleine Identifikationsfigur zu haben, die ihnen Mut gibt und das macht mich unglaublich stolz und deshalb macht es mich natürlich umso glücklicher, dass es dieser Look auch in das Style-Tagebuch von Glamour geschafft hat, denn es war ein Look, der mir sehr viel bedeutet hat und ja, für eine ganze Ära Kinderbuch steht. Ich fühle mich total geschmeichelt, dass Menschen mich als Vorbild nehmen, weil ich auch immer nach so einem Vorbild wie mir gesucht habe. Wenn ich früher den Fernseher eingeschalten habe oder Serien geguckt habe, dann habe ich nie jemanden gesehen, der meine Art von Männlichkeit widerspiegelt und der einfach sein eigenes Ding durchzieht. Und deshalb war ich auch immer inspiriert von Frauen und das war total großartig. Aber ich hoffe sehr, dass durch das, was ich tue, durch das, was ich trage, dadurch, wie ich meine Haare style und mein Make-up mache, Menschen erkennen,
dass das Leben so wundervoll sein kann, wenn man sich selber mehr liebt als die Meinung anderer. So ihr Lieben, damit sind wir auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran, meine alten Looks anzugucken wie ich. Jetzt winkt hier noch eine Person ganz hysterisch, weil ich auf etwas aufmerksam machen soll. Und zwar könnt ihr hier die Glamour abonnieren und hier könnt ihr weitere Videos gucken. Macht's gut, viel Spaß und danke fürs Zuschauen.